Am bundesweiten Tag der Schiene 2022 hat sich der Bahntechnologie Campus Havelland mit einem Infotag beteiligt. Welche Berufe gibt es in der Eisenbahnbranche? Welche Möglichkeiten bieten sich den Nachwuchstalenten aus Schule und Hochschule? Zahlreiche Unternehmen und Forschungseinrichtungen haben die Möglichkeit genutzt, mit jungen Leuten ins Gespräch zu kommen. Der 14-jährige Jaron weiß heute schon, wohin die berufliche Reise gehen soll. Ja, also seitdem ich 6 Jahre alt bin, wollte ich schon zur Eisenbahnlokführer werden. Jetzt habe ich ein Betriebspraktikum bei der Havelländischen Eisenbahn und würde da gerne einmal durchstöbern und gucken, was mir gefällt und ob ich das meistern kann. Für Staatssekretärin Susanne Henkel aus dem Bundesverkehrsministerium ist der traditionsreiche Eisenbahnstandort Elztal ideal, um die Fachkräfte der Zukunft zu gewinnen. Der Bahntechnologie-Campus ist deshalb so wichtig, weil er die Vielfalt in den Berufen auf der Schiene aufzeigt. Die Vielfalt für diejenigen, die im Studium und Ausbildung sich beschäftigen, mit allem rund um die Schiene. Die Eisenbahn ist der Schlüssel für die Mobilität der Zukunft und deshalb sehen wir hier Jobs mit Zukunft. Wie wird heute im Gleisbau gearbeitet? Warum verfügt das Eisenbahnbundesamt über einen großen Videokopter? Welche Arbeiten führen die hier am Bahntechnologie-Campus Havelland ansässigen Unternehmen aus? Kaum eine Frage, die unbeantwortet blieb. Baggerfahren üben am Fahrsimulator? Oder einfach gleich mal selbst, so wie der 14-jährige Levi, erste Meter in einem echten Zwei-Wege-Bagger aus dem Gleisbau fahren. Also es war sehr aufregend, sehr spannend. Mir wurde ziemlich viel auf einmal tatsächlich erklärt. Da musste ich erstmal ein bisschen mit klarkommen. Aber dann, wenn man darin reingekommen ist, ging es eigentlich ganz leicht so. Eigene positive Erfahrungen machen und daraus Mut für den Start ins Berufsleben ziehen. Wenn hier und heute beim Tag der Schiene der eine oder andere Grundstein dafür gelegt wurde, dann hat es sich schon gelohnt.